Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. Heute starten wir mal in dem Intro-Sequenz-Ding, denn das ist nett und ihr spielt tolle Musik. Egal, wir gehen ins Spiel rein. So, in der letzten Folge haben wir hier eine Arena-Challenge-Leiterin kennengelernt und haben ein bisschen über den komischen Link hier in Erfahrung gebracht. Und wir gehen jetzt endlich zu der Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge, was ich eigentlich schon in der letzten Folge machen wollte, aber da kam ganz viel Story dazwischen und die Naturzone, ich war da auch irgendwie viel zu lang. Ey, boah, die beginnt bald. Komm mit. Okay, I'm ready for the Zeremonie. Bin sehr gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Ob da einfach nur alle Arena-Leiter da vorgestellt werden oder was genau abgeht. Keine Ahnung, ob ich hier mit irgendjemandem reden soll. Hallo Hopp, ich will sofort mit den Kämpfen loslegen. Und Fans bekommen, ja, das ist immer das Wichtigste, Fans bekommen. Ich habe übrigens heute keinen Popschutz auf dem Mikrofon. Deswegen kann das sein, dass heute die Mikroqualität ein bisschen blöder ist, aber ich habe mir schon ein neues Popschutz-Ding gekauft und alles wird gut, Leute. So, du bist Dizzy, richtig? Ja. Du musst deine Uniform tragen bei der Eröffnungszeremonie. So ist das nun mal. Also zieh dich besser schnell um. Hier, bitteschön. Okay. Achso, damit wir richtig wie ein... Oh, lol, das sieht irgendwie merkwürdig aus, als wenn wir irgendwie bei so einem Fußballteam oder sowas mitmachen würden. Toll, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Und die Trikotnummer 5 rundet das Gesamtbild wirklich elegant ab. Ja, die 5 ist schon cool. Ist ja auch meine Glückszahl, wer es noch nicht weiß. Also gut, es ist soweit. Die Öffnungszeremonie der Arena-Challenge beginnt gleich. Das haben sie jetzt auch schon 8 Mal gesagt, to be honest. Aber vielleicht stimmt es ja diesmal wirklich. Es ist halt wirklich ein Fußballfeld. Okay, dann passt das schon wieder mit dem Trikot. Ja, Arena-Challenge. Ja, ja. Wir lieben dich. Komischer Typ aus der Intro-Sequenz. Meine Damen und Herren, ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Galar-Region bekannt zu geben. Jawohl, die Arena-Challenge! Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert, darf am Champ Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ Deleon. Jetzt bitte ich um einen tosenden Applaus für unseren Arena-Leiter. Okay, ich hab's jetzt schon vorweggenommen. Ist es etwa Deleon? No way. So witzig mit dieser Arena. So richtig mit Fans und so, die gucken alle zu. Ich find das richtig nett. Das hat mir bei den alten Pokémon-Teilen auch gefehlt. Oh mein Gott, sind das die ganzen Arena-Leiter? Sieht so aus. Aber Deleon fehlt. Ja, Arena-Leiter, wir lieben euch! Ja, Yarrow, du Pharma-Experte mit den Pflanzen-Pokémon! Und Kate, die Wasser-Pokémon hat! Ich liebe dich, Kate! Oh ja, Kabu, du bist der Allergeilste, auch wenn du alt bist! Ich liebe deine Feuer-Pokémon! Oh mein Gott, das ist ja Seider! Ist das nicht diese Karatefrau, die immer mit Kampf-Pokémon kämpft? Oh mein Gott, und da ist auch Papella, die Meisterin des Theaters mit ihren Feen-Pokémon. Oh, wer ist das? Ist das etwa Mac, der Gesteinsexperte und Felsenbrecher? Und natürlich der Stärkste, der Drachensturm-Typ Breu, der immer nur Selfies macht. Ach, geil, aber da fehlt doch noch einer, oder nicht? Und hier ist er. Nein, das bin ich. Mann, ich bin so klein. Ich passe da gar nicht in die anderen Arena-Leiter-Typen rein irgendwie. Oh, das ist ein schönes Gefühl, in so ein volles Studium zu kommen und alle applaudieren jetzt nicht gerade dir zu, aber applaudieren, das ist schon ganz geil. Ich bin ja auch mal aufgelaufen mit einem Fußballverein, als ich noch ganz klein war. Hat meine Mutter irgendwie bei McDonald's gewonnen. Irgendwie so ein Auflaufen. Mit dem HSV, wenn sich jemand das fragt. Ich bin zwar kein HSV-Fan, aber das war trotzdem ganz witzig. Ich fasse es ja nicht, vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung, dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Ja, das stimmt tatsächlich. Muss jeder mal gemacht haben. Da ist Deleon, der war sich wieder zu schön. Na, ihr beiden, endlich ist es soweit, was? Hoho, sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen? Was ist mein Name? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon einen eigenen Dynamax-Bänder. Dann hatte ich bestimmt einen Wunschstern heute hierher geführt.
Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns ein besonders spannendes Arena-Challenge-Ding. Sehr schön, die Bewohner der Galar-Region werden übersprudelt von Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, aber jetzt muss ich los, ich habe da noch ein paar Termine. Bis denn, denn. Tomatensaft, ich mag Tomatensaft, Tomatensaft. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem begonnen, mit eure Pokémon zu trainieren. Erstmal müsst ihr Erfahrungen sammeln. Also steckt euch Ziele und versucht sie einzuhalten. Okay, lass uns losgehen und alle Arena-Leiter töten, herausfordern. So, was ist denn die Arena-Challenge? Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Galar nacheinander aufzusuchen und sich ihrer jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um eine Arena-Orden zu erhalten, musst du die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Arena-Leiter im Kampf bezwingen. Arena-Mission, was soll das denn sein? Okay, du siehst interessant aus, alter Opi. Gib mir etwas geschenkt. Ich bin vollends zufrieden, damit den Champ gesehen zu haben. Nein, natürlich will ich ihn auch besiegen. Okay. Dann auf zu Route 3. Sind hier noch die Champs irgendwie? Nee, ne? Das sind alles auch nur irgendwelche Herausforderer. Hi, wollen wir Freunde sein? Nein? Na gut. Also das sind ja alles andere Herausforderer. Endlich geht man mal mit ganz vielen anderen Leuten auf die Jagd nach den Arena-Orden und nicht immer alleine. Cool. Busy, der Liga-Präsident Rosé, möchte dir dieses Geschenk überreichen. Was denn? Hier, ein Dauerpass für die Flugtaxis. Damit kannst du fliegen. Und zwar überall hin, wo du willst. Aber du musst den Ort davor besucht haben. Dankeschön. Cool, jetzt können wir also auch überall hinfliegen. Und die Leute... Hey Challenger, ich freue mich schon auf die Kämpfe. Viel Glück. Das ist so cool mit den ganzen Fans und so. Vor allem passt das zur heutigen Zeit, wo ja jeder irgendwie berühmt sein will. Ja, cool, mit Onyx und so. Das ist ein schönes Feeling irgendwie. Schöner Vibe. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Okay, warte, wir gucken uns mal dieses Fliegen an. Wir haben jetzt nämlich eine Karte. Und, ah ja, hier sind die ganzen Dinger, wo wir hinfliegen können. Wir könnten nach... Engine City oder auch nach Engine City oder halt zum Milzersee und so. Ja, cool. Das ist aber schön, dass man jetzt überall, man sieht leider das Taxi nicht. Ach, unten rechts soll das wahrscheinlich dieses Taxi darstellen. Ah, jetzt macht einiges Sinn. Aber man kann jetzt schon überall hinfliegen. Das heißt, man braucht kein Flug-Pokémon mehr, dem man Fliegen beibringen muss, um überall hinzukommen. Das ist doch schon mal ganz schön. Ach, hallo Hopp, da bist du ja schon wieder. Ich hab die Idee. Wie wär's mit dem Trainingskampf? Muss das sein? Ja, okay. Das wollte ich hören. Los, lass uns kämpfen. Aber jetzt beginnt quasi der normale Part von Pokémon, wo man halt die ganzen Arena-Leiter besiegen muss und am Ende halt wahrscheinlich die Top 4 oder was. Oder man wird halt selber zum richtigen Champ mit Fans und sowas. Wo es die Leute auch interessiert, nicht nur bei den alten Pokémon-Teilen. Ach ja. Ansonsten, ich habe noch mehrere Namen dazu bekommen. Das heißt, wenn wir hier noch weitere Pokémon fangen, ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal effektiv ausgestattet mit Namen für neue Pokémon, wenn ich eine neue ins Team haben möchte. Wolli hält das sogar aus, der ist ja unfassbar. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass Memeon, dass die letzte Entwicklung, da hat mich auch schon jemand vorgewarnt, ein bisschen doof aussieht und dass diese Entwicklung hier anscheinend besser aussieht, die wir jetzt gerade haben, weil die gefällt mir wirklich richtig gut. Das erste Memeon fand ich richtig kacke, das sah einfach nicht cool aus, aber dieses Memeon, also die zweite Entwicklung, mega cool. So, JC war auch glücklich damit, dass er jetzt ein Vulpix ist. Also alles cool. So, hopplo. Level 14 hat er den auch schon. Ja, gut. Na, Aquavello, dann sollte der auf jeden Fall weg sein, oder? Hopp hat auf jeden Fall eine hohe Initiative, wie es aussieht. Das ist nicht ganz so geil. Hier, frisst meine Wasserbombe. Und tot. Immer wieder schön, gegen Hopp zu kämpfen. Oh mein Gott, immer diese Wechselwirkungen. Ich habe das jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Wie er es wirklich jedes Mal wieder sagt. Micro, da kann ja mal jemand anderes kämpfen, nicht wahr? Wer will denn mal? Die Nickel hat auch gesagt, dass Sonquow später sich noch richtig cool entwickeln wird. Das heißt, den lassen wir erstmal im Team. Können wir einfach mal Nickel reinschicken, wenn wir gerade schon von Nickel reden. Memeon zurück! Nickel, du bist dran, du süßes kleines Voldi. Wupp! Ob der auch eine Weiterentwicklung hat? Da meinte die Nickel auch, die hat einen Kommentar geschrieben, wo sie Sonquow erwähnt hat. Und ich wusste erstmal gar nicht, Sonquow, was ist denn das nochmal für ein Pokémon? So, aber wir haben auf jeden Fall einen Wangenrubbler. Und das ist nochmal eine Elektroattacke. Deswegen sollte das sehr effektiv sein gegen so ein Vogel-Pokémon. Bin mal gespannt, wie das... Oh, schade. Ich dachte, das sieht vielleicht ein bisschen cooler aus. Und dafür, dass es sehr effektiv ist, macht das nicht so viel Damage, to be honest. Aber wir sind halt auch nur 2 Level über dem. Hält sich also noch im Rahmen. Unser Memeon ist natürlich ein bisschen zu stark für alle anderen Pokémon so, was wir bisher so entdeckt haben. Ich hoffe, das hält sich wirklich in der Waage, dass wir nicht zu OP werden mit unserem Kram. Sondern tatsächlich auch ein bisschen nachdenken muss. Und langt. Okay, merci. Gut gemacht, Nickel.
Du bist ein gutes Pokémon. Eines meiner besten. Oh, sondern kommt leider nicht Level 16. Ich glaube, mit Level 16 könnte er sich entwickeln. Oder mit Level 18 vielleicht. Sollte auf jeden Fall bald passieren. Ach man, da ist wohl noch viel Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal. Und eine gute Möglichkeit für mich, Geld zu farmen. Da fällt mir gerade auf, wir haben ja noch so einen Poké-Job. Ach, nicht schlecht, Rivale. Du hast es ordentlich drauf. Hier, meine Ligakarte als Zeichen des Respekts. Die will ich gar nicht, aber okay. Gut, dann treffen wir uns beim ersten Arena-Leiter. Bis dann, Dizzy. Gut, dann können wir ja einmal kurz Pokémon-Job hier wieder annehmen, weil es ist jetzt mindestens ein Tag her, seit ich die abgegeben habe. Und sieh mal hier, Brassbury Bahnhof. Am Brassbury Bahnhof ist ein relativ seltenes Pokémon. Ist das jetzt, weil ich mich mit dem Internet verbunden habe und Nintendo hat da irgendwas gemacht oder Game Freak, dass sie da ein Pokémon hingesetzt haben? Okay, dann muss ich gleich nochmal nach Brassbury, das tut mir leid. Aber erstmal Pokéjobs angucken. Wie viele Erfahrungspunkte haben die denn so bekommen? Und kriegt man dafür Geld? Das ist nochmal die bessere Frage. Es gibt neue Jobs zu erledigen, aber erstmal haben wir schon einen Job erledigt. Hallo Saftkorn und Foxery und komische Katze. Habt ihr euren Auftrag gut erledigt? Sehr gut, ihr seid die allerbesten. 750 Erfahrungspunkte, das sind bestimmt 2 Level, oder? Beim nächsten Mal solltest du mehr Pokémon als deren Typen zum Job passen. Stimmt, er wollte nur normale Leute haben, ne? Ich habe jetzt halt gar nicht drauf geachtet. Und Phililu möchte mir eine Flasche Tafelwasser geben, das ist nett. Unsere Kunden sollen ihr Essen so heiß zugestellt bekommen wie nur möglich. Deshalb suchen wir nach blitzschnellen Flug-Pokémon. Okay, ich glaube, Flug-Pokémon habe ich sehr viele. Ey, guck mal, man kann auch sagen, ganzer Tag, halber Tag, sehr lang, lang, kurz, sehr kurz, extrem kurz. Was ist sehr lang, krasser als ein ganzer Tag? So, ihr Flug-Pokémon, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Tschüss. Wir sehen uns eventuell morgen wieder, wenn ich das nicht vergesse. Wir wollen sicherstellen, dass das Wasser, mit dem wir unseren Kaffee aufbrühen, von höchster Qualität ist. Okay, aber der hat jetzt nichts gesagt von wegen Wasser-Pokémon. Ich glaube, so ein Knospi kann das ganz gut beurteilen und so ein Ding hier. Krabbit sieht so aus, als wenn er viel Kaffee trinkt. So, dann auf Wiedersehen. Für die Wartung und Inspektion unserer Monorail-Bahn brauchen wir Elektrizität und suchen händeringend nach Elektro-Pokémon. Das ist vollkommen in Ordnung. Elektro habe ich doch bestimmt gar kein einziges. Egal, Mauzi hat auch was Gelbes an sich und der ist auch mehr oder weniger gelb. Und gelb bedeutet immer Elektro, nicht wahr? Ihr seid Fuhre Nummer 3. Viel Spaß euch. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz zum Westbury Bahnhof. Denn, wenn es da irgendwas Cooles geben soll, dann lasse ich mich nicht lumpen. So, am Bahnhof selber meinten die, ne? Was zählt denn als Westbury Bahnhof? Route 1 zählt ja wahrscheinlich nicht dazu. Aber Route 2 doch auch nicht. Ein relativ seltenes Pokémon soll es hier geben. Und woher weiß ich, was relativ selten ist? Ich sehe hier nichts, was ich noch nicht habe. Vielleicht meinten die wirklich das Corgi-Ding, weil das sehe ich hier gerade gar nicht. Und das lief ja letztes Mal auch einfach beim Brassbury Bahnhof da so rum. Also hier auf dem Weg halt irgendwo. Tja, also Voldy war jetzt das einzige Pokémon, das ich hier nicht gesehen habe. Von daher war das bestimmt das Voldy. Dann gehen wir jetzt einfach weiter. Aber halt auch absolut keine Ahnung, wie ich ein relativ seltenes Pokémon erkennen soll. So, auf jeden Fall, hier ist Route 3. Bist du ein Trainer? Ei, ist er nicht. Dann halt nicht. Das ist... Oh, wow, 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 ein Skumkapu. Ist das schon die Weiterentwicklung? Ich glaube nicht, das ist die Vorentwicklung, ne? Ein Skumkapu! Denn der Rannik wollte auf jeden Fall ein Skunk sein. Er meinte Skunk-Tank, das ist dann wohl die Weiterentwicklung. Und das wird hier die Vorentwicklung sein. Das heißt, ich kann hier sogar den Wunsch erfüllen. Das finde ich sehr gut. Okay, JC macht gar keinen Damage. Das ist sehr gut. Ja, egal. Sterben wird er wohl auch nicht gegen so ein Skookapoo. Kratzfurie, ja. Okay, Kratzfurie macht viel zu viel Damage. Das geht gar nicht. Verbrenn ihn, den Skookapoo. Und dann setz Aussetzer ein, damit er nicht nochmal diese blöde Kratzfurie einsetzt. Scheiße, wieso sind wir nicht als Erster dran? Toll, Rauchwolke hätte er ruhig ein paar Mal öfters machen können. Das ist mir doch egal, ob meine Genauigkeit sinkt. Bling! Du kannst nie wieder Rauchbombe machen! Ein-, zweimal noch Glut. Offenlegung. Auch Damage gemacht, aber... Ja. Ist zu verkraften. Ja, scheiße, jetzt doch nicht mehr. Wieso greifst du dich an? Ich will auch keinen Trank einsetzen. Nee, nee, wir tauschen einfach das Pokémon. So, wer war... Oh, Lacy ist wahrscheinlich zu stark... Ja, komm. Nickel, da bist du jetzt nochmal dran. Zeig JC mal, wie man richtig kämpft. Streng dich an, Nickel. Hallo, ich bin Nickel. Ja, dass sie hier mal alle kratzen müssen. Aua, das macht doch voll viel Damage. Ja, treff doch noch häufiger. Ist in Ordnung. 5-mal, ja, auf jeden Fall. Wangenruppler dafür. Ich hab dich ganz doll lieb, Skunkapu. Skunkapu, Skunkapu. Ja, und dann einfach nochmal ein Biss hinterher. Wenn der uns kratzt, dann beißen wir zurück. Wie sich das gehört. Kram.
Na, noch nicht im roten Bereich und nicht sehr effektiv, leider. Säurespeier, wehe, du bist vergiftet. Auch Wolke, gar kein Ding. Wieso kann er das jetzt trotzdem einsetzen? Wir haben das doch ausgesetzt. Geht das nach einer Weile wieder weg, oder was? Okay, das ist auch neu für mich. Ich dachte, das ist dann für den ganzen Kampf so. Okay, Skunkapu. Du gehörst mir. Pokémon, Flieg und Sieg. Jedes Mal wieder aufregend, so einen Pokéball zu werfen. Ja, Sunko Level 16, bitte entwickel dich. Bitte. Nickel will Brüller lernen. Ja, Brüller ist cool. Ich glaube, damit kann man nämlich das Pokémon auswechseln, was der Gegner hat. Sunko möchte eine Flugattacke erlernen. Statt Überheblichkeit einfach mal. Mann, wieso versucht ihr alle Attacken zu erlernen? Groll. Okay, was macht Groll? Ist eine Geistattacke? What? AP der letzten Attacke des Zieles werden um 4 gesenkt. Na, ganz toll. Nee, da behalte ich lieber Aussetzer. Oh, Skunkapu ist ein Stinktier-Pokémon. Wer hätte es gedacht? Das einfach 19 Kilo wiegt. Aus seinem Hinterleib sprüht es Gegnern eine fürchterlich stinkende Flüssigkeit ins Gesicht. Dabei hat es eine Reichweite von bis zu 5 Meter. Nicht schlecht. Und den nennen wir natürlich Rannikson. So, Rannik. Du wolltest ein Skunkapu sein, aber keine Ahnung, ob ich überhaupt irgendwann ins Team nehmen werde. Aber jetzt bist du erstmal ein Skunkapu. Ist das nicht toll? So, was ist das jetzt hier für ein Viech? Ach scheiße, ich hab ja Jay noch drin, der gar kein Leben mehr. Ein Cottini. Cotti. Ein Cotti. Sehr schöner Name, das gefällt mir. So, sollte er wohl irgendwie Pflanze sein. Ich meine, der hat eine Blume auf dem Kopf. Ich hab eine Blume auf dem Kopf, ich bin dein Cotti. Ich bin dein Cotti. Und ich mach nicht so viel Damage. Okay. 8 Leben. Der muss halt nur einen Volltreffer machen und dann ist Jay Ripti-Dipti. Deswegen tauschen wir ihn mal aus gegen Sonkurb. Ja. Jay, zurück! Ich muss dich gleich mal heilen. So, Sonkurb, dann setz doch einfach mal deinen Pflücker ein. Hast du gerade neu erlernt, glaube ich, oder? Pflücker, zack. Weggepflückt. Shit, das ist sehr effektiv. Nein, Cotti! Ich wollte dich nicht töten. Na gut, das probieren wir gleich nochmal. Vielleicht macht ja Pizza weniger Damage, beziehungsweise ist jetzt auch schon Level 13. Ich probiere nochmal Pflücker aus. Komm, du überlebst das. Ist zwar sehr effektiv und ich bin Level über dir, aber ja, perfekt. I knew it. I knew it, I knew it. Der hat einfach einen Wolflaum. Kriege ich das Wolflaum-Ding dann auch? Oh, okay. Nicht. Der hat ja voll die coolen Attacken. Der macht Damage und macht seine Initiative damit hoch. Das ist schon ganz schön cool. So, Cotti. Pokéball, Flieg und Sieg, hol dir Cotti. Perfetto, perfetto. Bin halt einfach der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten. So, Cottini ist ein Blumenzieher-Pokémon. Steckt es sein Beinchen fest in den Boden und badet dann ausgiebig im Sonnenlicht, nimmt seine Blüte eine kräftige Farbe an. Ob das ein Foreshadowing ist auf die Weiterentwicklung? Ich denke schon. So, das nennen wir auch um und nennen es Cotti. Schön, will ich aber auch nicht haben. Guck mal, noch ein Jay. Oh mein Gott, und ein Pokémon-Trainer. Meint ihr, Sonko ist ein guter Gegen? Wir trainieren erstmal Sonko nochmal kurz. Ich will, dass es sich einmal weiterentwickelt. Oh, was ist das denn für ein Viech? Das sieht weird aus. Nein, lauf nicht weg! Na, ich wollte ihn haben! Fuck, was war das für ein komischer Klumpen? Das sah voll interessant aus. Na gut, egal. Wird schon Level Up kommen, wenn wir jetzt gegen die Madame hier kämpfen. Hallo, hast du die Eröffnungszeremonie gesehen? Na klar hast du das. Hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Und deswegen lass uns kämpfen, bitte, bitte. Ist okay, Göre Mira. Mira. Hat einen Vulpix. Hätte ich mal Memeon als anfangs Dingsbums hingepackt. Naja, Sonko ist bestimmt auch ganz toll. Wird bestimmt nicht aufgefressen oder so. Klauenwetzer? Achso, das macht nur mich stärker, ne? Ah, Sonko, kriegst du das hin? Wir setzen mal einen Pflücker ein und gucken, was passiert. Ob das überhaupt Damage macht. Ich pflück dich. Oh, what? Okay, mega Damage. Ist Pflücker so eine krasse Attacke? Oh, da sind wir einfach richtig stark, weil wir 4 Level über dem Vulpix sind. Das kann natürlich auch sein. So, das sollte wahrscheinlich schon lang das Micro, also das Sonquo, jetzt Level 17 ist. Ja, perfekt. Eventuell entwickelt er sich jetzt auch. Das wäre richtig knorke. Die hat nur ein Pokémon, GG. Ach, den Kampf habe ich verloren, aber die Lust am Kämpfen nicht. Puh. Und Sonko entwickelt sich nicht weiter, dann ernst? Was, muss er Level 18 werden für die erste Weiterentwicklung? 3 Heilbälle, ja. Hätte ich nicht gedacht. So, hallo, kleines Kind, wie geht's dir?
Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Das ist interessant. Die Schülerin Laura. Ich hatte auch eine Laura in meiner Klasse. Die war aber ziemlich dumm. Hübsch, aber dumm. Und mehr sage ich dazu nicht. So, Pampam. Pampam ist ein tolles Pokémon. Wieso habe ich denn jetzt immer noch Sunquorf vorne? Weil ich will, dass es sich weiterentwickelt, nicht wahr? Ob das so eine gute Idee ist, keine Ahnung. Aber mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, ne? Ist sogar... War das sehr effektiv? Habe ich das gerade richtig gelesen? Das ist nicht immer nur Mambeon kämpft hier. Huch. Hä, was hast du getan? Okay, dann Evoi! Ist auch in Ordnung. Unser geschenktes Evoi! Was hat er denn so? Toll, der hat nur eine Attacke, die Damage macht. Nur den Ruckzuck-Hieb. Na gut, dann hier, Ruckzuck-Hieb. Wieso kann Pampam so eine krasse Attacke? Dass der einfach mein Pokémon tauscht. Der vollassig. Sorry, Pampam. Ja, du bist süß und knuffig und rettet die Panda und so, aber... Nee, Koalas, ne? Egal. Süßes Pokémon hast du auf jeden Fall. Wie, verloren? Habe ich etwa nicht genug über Pokémon gelernt? Nee, ein Pokémon zu haben ist halt scheiße, wenn du gegen einen Trainer kämpfst, der 6 Pokémon hat. Denk mal darüber nach, ob du vielleicht ein paar mehr Pokémon... Mein Gott, diese 6-6. ...fangen solltest. Was steht hier Schönes? Tipps für Trainer. Kannst auch Zelte anderer Trainer besuchen. Das ist super. Ein Feuerheiler nimmt man doch mal mit. Hier scheint aber auch... zum größten Teil nur dieselben Pokémon zu sein. Guck mal, der läuft hier sogar rum. Ob er mich wohl sieht, wenn ich hier stehen bleibe. Oh mein Gott, er hat sich nach links umgedreht. Das kann ja nicht sein. Ha! Jetzt habe ich zur Abwechslung mal einen Trainer entdeckt und kein Pokémon. Lass mich gleich mal gucken, wie stark du bist. Hätte er sich mal nach rechts umgedreht, dann wäre ich wie ein Ninja an ihn vorbeigekommen. Schüler Joby. Ach nee, Evoli ist jetzt nicht vorne, ne? Schade. Aber Sonkor sollte gegen ein Knospi auch gut sein, ja. Pflücker und dann ist das Knospi auf jeden Fall weg. Sorry, Knospi. Sorry, komischer kleiner Schüler. Sogar ein Volltreffer. Knospi stirbt einfach 20 Tode. Oh mein Gott, der hat noch einen Kotti. Ne, wir bleiben bei Sunquow. Denn der hat sich ja gegen die Kottis auch schon bewährt. Ein Pflücker und dann sollte der auch weg sein. Na, was als Obby-Dobby? Level 12? Kotti hält das einfach aus. Okay, hast einen krassen Knocki. Kotti da auf jeden Fall. Dann spüre meinen Furienschlag. Och, Menno, wie blöd. Deine Pokémon sind einfach zu stark. Dabei hatte ich schon 2. Das sind doppelt so viele, wie die anderen Trainer hier hatten. So, was haben wir hier? Vulpixe ganz viele, aber wir haben ja schon Jay. Hi, da bist du ja wieder. Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Was habe ich denn gemacht? Ich bin doch nur reingelaufen, oder? Egal. Huch, wo hast du denn Hopp gelassen? Dir ist schon vorgegangen. Ach, typisch Hopp. Er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Wo du gerade her bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du diese Anlage da hinten? Das gehört dem Ligapräsidenten Rosé. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine, die ganz viel CO2 ausstößt. Nun, das war zwar nicht interessant, aber naja. Hier, nimm dieses Fluchtseil. Falls du in Zukunft nicht mehr mit mir reden willst, dann kannst du es einfach einsetzen, während wir miteinander reden. Jetzt heilt sie auch noch meine Pokémon. Mach's gut. Das ist echt weird, dass die überall rumstehen, einfach einen Sachen schenken, andauernd die Pokémon heilen. Ein bisschen komisch. Kann man hier durch? Nee, ach so, das ist einfach das Gelände. Ich kann mir ja vorstellen, dass Rosé in Wirklichkeit auch ein böser Boy ist und dass das Team Gel gar nicht die ganz Bösen sind. Na gut, dann kommt Mambeon nach vorne, in der Hoffnung, dass er diese komischen Steine hier nicht tötet. What the fuck, ey? Was? Das ist einfach ein BB-8? Alles klar. Ein bisschen veränderter BB-8. Auf dem Sternschauer die wohl tötet? Nee, okay. Ist sogar nicht sehr effektiv. Das ist perfekt. Komisches Ding ist das. Okay, noch ein Klaps hinterher. Sollte bei unserem Level auf jeden Fall auch ein bisschen Damage machen. Ja, perfekt. Katapult? Yo, was? Alles klar. Ja, dann gehörst du jetzt wohl mir, du Klon-Cat. Klon-Cat? Klonk, Klonk-Ed. Ah. Klonk at Star Wars 8. Hashtag eine Kopie von BB-8. Hashtag BB-8's Beauty Palace. Klonk-Ed, ein Kohle-Pokémon. Oh mein Gott, verbrennen die etwa Klonk-Ed's in der Fabrik da hinten? Das wäre ein krasser Storystrang. Es wurde vor ca. 400 Jahren in einer Kohlemine entdeckt. Sein Körper besteht fast aus denselben Komponenten wie Steinkohle. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall Klonk-Ed's da auch verbrennen. Ich meine, der ist ja einfach Kohle. Dann auf jeden Fall benutzen die den. Das ist ja Pokémon-Ausbeutung vom Feinsten.
Wolltest du dich etwa an mir vorbeischleichen, ohne vorher meine Pokémon zu bewundern? Aber nicht mit mir? Nein! Ja, hier ist mein Pokémon! Ein Feelilu! Die sind leider alle viel zu schwach für mich, muss ich sagen. Ein Sternschau und der ist schon wieder weg wahrscheinlich. Blu, 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 blu. Ja. Das ist natürlich ein bisschen lame, wenn man einfach immer nur eine Attacke einsetzen muss. Ein Raffel. Nö, nö, wir kämpfen weiter. Sollte auch ein Sternschauer reichen. Bla 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 bla. Oh, tatsächlich nicht. Krasses Raffel. Hat seine Fettschicht ihn ein bisschen gerettet vor unseren Sternen, die auf ihn herabgesunken sind. Ups. Dann halt noch ein Klaps hinterher. Warum bist du beim ersten Mal nicht gestorben? Bap. Ein Erziehungsklaps. Hast doch eh keine Chance gegen mich. Mir schnurzpiep egal, ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur meine Pokémon zeigen. So ist das. Dann hätten wir doch gar nicht kämpfen müssen. So, ich weiß auf jeden Fall, dass hier hinten noch ein Pokéball ist. Und wir werden an diesem Baum rütteln. Schüttel und wuddel diesen Baum. Allerdings diesmal nur dreimal. Shit. Einmal zu viel. Letztes Mal gegen dreimal. Jetzt müssen wir nochmal gegen Raffel kämpfen. Und jetzt sind die Bären leider wieder weg. Das ist so ein bisschen Glücksspiel da. Aquawellenattacke. Bau. Tschüss, Raffel. Wegen dir habe ich Bären verloren. Das ist uncool. Meint ihr, es bleiben jetzt mehr Bären übrig, weil wir den beim ersten Mal getötet haben? Die haben einfach alle Stibitzen. Nein, keine Bären für uns. Da ist aber dieser komische Pokéball, den ich schon gesehen habe. Prügler. Okay, habe ich aber glaube ich schon, oder? Habe ich das jetzt doppelt? Ich hatte schon mal sowas, wo alle Mitglieder zusammen angreifen. Bei den anderen steht's nicht mehr bei. That's weird, egal. Meint ihr, der Rosé freut sich, wenn wir so einen Kok-Koklett-Dingsbums hier mitnehmen? Hä, sogar die alten Leute wollen kämpfen? Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Immer diese doofen Sprüche. Postbote Peter. Bist du Spider-Man? Ein Botogel! Oh mein Gott, ich will auf jeden Fall ein Botogel haben. Ich liebe Botogel, das ist so ein cooles Design. Und wir wissen noch nicht, was gut gegen den ist. Setzen wir einfach mal einen Sternschauer ein und gucken, was passiert. Blau, blau, blau. Das ist nicht sehr effektiv. Geschenk, der hat auch nur Geschenk. Ah, da kommen gleich wieder die Flashbacks zu Pokémon Stadium zurück. Pokémon Stadium 2, da gab es auch schon die Botogels. Der hatte sogar ein eigenes Spiel. Ja, ja. Das war eine schöne Zeit. Pokémon Stadium 2 war richtig geil. Auf Nintendo 64. Da habe ich auch ganz viele Stunden meiner Kindheit reingesteckt. So, JC ist Level 14, Evoli ist Level 16 und Lucy ist Level 19. Da habe ich dir wohl versehentlich den Sieg geliefert. Ein Witzbold. Guck mal, ein Pokémon-Camp. Willst du auch kämpfen oder darf ich bei dir übernachten? Hey, Schnitte, schon belegt? Haha, du bist mir ja einer. Lass uns zusammen kochen. Da gesellen wir uns doch auf jeden Fall dazu. Ach Leute, sehe ich hier sogar die Pokémon von der. Die hatten Volley, hier machen die ein Wettrennen. Ja, Nickel gewinnt und ist schneller als Lacy. Als JC. Sehr gut, Nickel, hast du toll gemacht. Wir können mit dem Trainer reden, tatsächlich. Dein Memion ist ja total cool. Dann kochen wir mal mit Lea zusammen. So, gute Mischung. Und go. Oh, Alter, sie packen Gewürz da rein. Und sie macht jetzt auch mit. Luft zu fächeln, aber wie viel? Lea, bring mir Sachen bei. Es macht immer wieder Spaß, mit dir zu kochen. Da, das sind die besten Gefühle der Welt. Ganz schön heiß hier, oder bist du das? Oder bin ich das? Bin ich das oder wird's hier heiß und prickelnd? Oder ist das etwa das Feuer? Lea, was müssen wir machen? Ich habe keine Ahnung. Lea, lass zusammen rühren. Muss ich aufpassen, dass ich sie nicht wegkicke? Okay. Lea, ganz vorsichtig. Immer im Kreis. Vertrau mir, Lea. Wir kriegen das hin. Hui! Lea, Lea. Und jetzt, Lea, Lea. Liebe, Liebe. Liebe muss da rein. Unsere Liebe. Ich sitze hier übrigens gerade wie der letzte Penner. Man kann es gar nicht erklären, wie ich sitze. So ein halber Schneidersitz, aber nicht wirklich. Also, rechtes Bein ist auf dem Stuhl drauf, linkes auch, aber das linke Bein ist so angewinkelt wie beim Schneidersitz und das rechte Bein, also das Knie zeigt Richtung Decke, wenn ihr das versteht. Auf jeden Fall richtig komisch sitze ich hier gerade. Egal. Na, wie schmeckt es denn? Wieso esse ich nicht mit Lea? Ich will mit Lea essen und nicht mit dir, Memeon. Schmeckt anscheinend ganz gut. Wieder nur 2 Sterne. Menno. Sanko Level 18. Vielleicht entwickelt er sich ja nochmal. Ich glaube schon. Also müsste bald auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, oder? Ja. I knew it. So, jetzt bin ich gespannt, weil Nickel meinte, Sanko entwickelt sich zu etwas ganz Coolen. Also zumindest die letzte Entwicklung meinte sie sei ganz cool. Wahrscheinlich wird es jetzt. Ja, einfach nur eine. Sieht aber auch schon cool aus. Ein größerer Vogel. Sanko hat sich zu Kranowitz entwickelt. Der Kranowitz. Hey, sieht aber auch schon voll cool aus. Die Krallen, ey.
viel besser als das erste Pokémon. Es weiß, Objekte geschickt einzusetzen, so greift und wirft es zum Beispiel kleine Steine mit seinen Krallen oder wickelt Seile um Gegner. Ja, halt wie eine Krähe. Ist auch ein Krähen-Pokémon. Danke nochmal für deine Nummer, ich werde mich bestimmt melden. War eine schöne Nacht mit dir. Tschüss, Lea. Weil diese kleinen... Lol. Da war... Aber jetzt gehört, das ist irgendein krasses Pokémon, glaube ich. Da hat irgendwas ein ganz komisches Geräusch gemacht. Je nachdem, was für ein Typ Pokémon du angehörst, kann ich lesen. Vorteil, Nachteil. Ein Thermopod. Lol. Den habe ich auch schon gesehen. Da gibt es eine ganz lange Version, die sogar dynamaxiert werden kann. Aber dass die erste Version so mickrig ist, hätte ich nicht gedacht. Lol. Guck, wie klein er ist. Hier können wir einfach zertrampeln. Ja, tschüss. Ist wahrscheinlich Feuer. Ja. Weil er rot ist. Hätte schon gern gesehen, was er so für Attacken kann, aber auch nicht so wichtig, Leute. Maybe on Level 20. Heftig. Ein Keradar. Ich weiß halt keine Ahnung, was ein Keradar sein soll. Ich denke mal, das wird Pflanze sein. Deswegen, JC, du darfst nochmal ran. Keradar. Okay, was zur Hölle ist das? Was für ein Typ soll das sein? Soll das Pflanze sein? Soll das Gestein sein? Was soll das sein? Ja, wahrscheinlich... Nee, sehr effektiv. Also doch Pflanze? Er macht eine Käferattacke. Ein Käfer. Ja, okay. Ist Feuer denn gut gegen Käfer? I don't know. Also gegen Ameisen auf jeden Fall richtig gut. Lupe, Ameise und Ameisen explodiert. Also da... Hitze zumindest ist da sehr gut. Nicht nachmachen, Leute. Das ist Tierquälerei. Bitte macht keine Ameisen mit Lupen kaputt. Denkt das? Ach, das senkt mein Spezialangriff. Oh mein Gott, aber Jay kann doch nichts anderes außer die Glut. Oh, es macht halt gar kein Damage mehr. Einfach null. Und er hört einfach nicht auf. Toll, gleich mal Glut nur noch ein Schaden. Ohne Witz. Okay, Jay, irgendwie kannst du alleine nie kämpfen, kann das sein? Jay braucht immer Hilfe. Richtig merkwürdig. Oh, das sieht so cool aus. Ich mag die Farben auch richtig gern. Dieses dunkle Blau und so ein Schwarz, schon ganz geil. So, ein Pflücker und der soll weg sein, oder? Käfer? Auf jeden Fall. Gegen Flug-Pokémon haben die gar nichts. Gar keine Schnitte haben die da. Hat sich auf jeden Fall für JC gelernt. Also, ich glaube, die Pokémon, die auch kämpfen, kriegen auch mehr XP, wenn ich das hier gerade so sehe. JC hat halt mehr KP abgezogen als jetzt Sunquow und deswegen hat er, glaube ich, auch mehr XP bekommen als Sunquow. Wenn man jemanden herausfordert, der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Tja, mehr Geld als ich hast du trotzdem. So, und die... Ah, das sind diese Kohle-Dinger. Okay. Die machen so komische Geräusche. Krass. Jetzt haben wir hier noch einen Supertrank. Mein erster Supertrank. Geil. So, und wo geht's hier hin? Nach Galarmine 1. Gut, dann würde ich aber sagen, gucken wir uns die Galarmine 1, wo wir garantiert ein antikes Pokémon bekommen, in der nächsten Folge an. Weil die Aufnahme geht jetzt schon wieder über eine Stunde. Sollte auf jeden Fall so ein 45-Minuten-Video rauskommen. Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Ist kein Zuckerschleppen. Ich peppel deine Pokémon wieder auf. Geil, zweimal auf Route 3 wird man einfach aufgepäppelt. Ist doch super behindert. Also das ist lame, dass man überall geheilt wird. Das ist wirklich lame. Gut, die Mine gucken wir uns beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss.